Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion Bookings erhalten. Ja, jetzt wird es also richtig konkret und wir möchten euch hier die Werkzeuge an die Hand geben, damit ihr eure Bewerbung bestmöglich hier zusammenstellt, damit ihr natürlich auch schnellstmöglich an eure Gigs kommt oder eben auch generell erstmal Wege aufzeigen, welche Möglichkeiten hat man denn überhaupt an Gigs zu kommen. Der erste Einstieg natürlich, hoffentlich habt ihr im ersten Kurs aufgepasst. Der Mentor ist hier ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn euer Mentor kennt euch sehr gut. Er weiß, was ihr könnt, wo sind eure Stärken, seid ihr denn schon bereit für die Öffentlichkeit? Insofern kann er euch hier natürlich auch davor schützen, wenn ihr vielleicht schon der Meinung seid, ihr könnt spielen, aber das Ganze geht dann in die Hose oder eben ihr seid noch nicht auf dem Level, dass es zu der Veranstaltung passt und euch hier dann selber noch ins Knie schießt. Euer Mentor hat natürlich auch schon viele Kontakte in der Szene zu Veranstaltern, zu Location-Besitzern und so weiter, zu Bookern. Insofern, wenn ihr eben dann von so einer Person empfohlen wird, die ja doch schon viel Vertrauen genießt normalerweise und eine anständige Reputation hat, dann fällt so eine Empfehlung natürlich schon deutlich schwerer ins Gewicht, als wenn ihr einfach nur mal überspitzt gesagt eine Facebook-Nachricht da raushaut. Und nutzt es auf jeden Fall. Insofern ihr bis jetzt immer noch keinen Mentor habt, wird es auf jeden Fall allerhöchste Zeit, denn das ist wirklich mit einer der stärksten Waffen, die man haben kann, um in seiner Karriere voranzukommen und seiner Konkurrenz voraus zu sein. Und nutzt diese Möglichkeit. Hoffentlich habt ihr auch viel genetzwerkt, so wie wir es euch immer wieder ans Herz legen, denn wenn ihr ein großes Netzwerk jetzt schon aufgebaut habt, dann könnt ihr natürlich darauf zurückgreifen. Ihr könnt hier eure Kontakte mal spielen lassen und einfach ganz unverbindlich mal anklopfen. Ist ja ganz klar. Wenn ihr zum Beispiel auch bei Engpässen gut positioniert seid, sei es jetzt, dass es eine Krankheit ist von einem DJ-Kollegen oder höhere Gewalt, dass eben vielleicht irgendwo eine Location neu eröffnet wird und hier noch keine Plätze vergeben sind, dann sind das auf jeden Fall auch sehr gute Möglichkeiten, wie ihr noch vielleicht auch relativ spontan bei der Eröffnung, dann vielleicht natürlich nicht mehr ganz so spontan, sollte schon eher geplant sein, eben an Gigs kommt. Von daher seid immer gut vorbereitet, habt immer ein paar Playlisten parat, die gut passen, habt eure Mediathek immer gut im Griff und übt auf jeden Fall auch fleißig immer zu Hause, dass ihr da nicht einrostet und eben auch gerade solche Sachen ziemlich spontan wahrnehmen könnt. Denn wenn ihr hier so gut seid wie euer DJ-Kollege oder vielleicht sogar noch besser, dann könnt ihr sicher sein, dass da in Zukunft auf jeden Fall noch was kommen wird, denn die Veranstalter werden doppelt dankbar sein, dass sie generell überhaupt irgendjemand gefunden haben und dieserjenige dann natürlich sogar noch besser ist. Und insofern ist es auch ein ganz wichtiger Punkt, wo ihr ordentlich dann Pluspunkte sammeln könnt. Und deswegen solltet ihr bei solchen Möglichkeiten auf jeden Fall wachsam sein und vielleicht auch, wenn es spontan ist, andere Sachen dafür sausen lassen. Wenn ihr Kaltakquise macht, dann mit einem Demo-Päckchen. Das haben wir ja auch schon in der Marketing-Lektion genauer besprochen, was da alles rein muss und wie das Ganze dann abzulaufen hat. Bringt es am besten persönlich vorbei, denn bei Kaltakquise habt ihr ja das Problem im Prinzip, dass ihr noch nicht so diese persönliche Bindung aufgebaut habt. Und umso persönlicher das Ganze ist, umso wahrscheinlicher ist ihr, dass ihr eben ein Ja hört. Und deswegen könnt ihr es zum Beispiel unter der Woche am besten mal vorbeibringen, am besten den Chefs direkt in die Hand drücken, sonst heißt es immer nur, ja, ja, wir geben das weiter, aber schlussendlich kommt es doch nie da an, wo es hin soll. Und vor allem eben auch unter der Woche, damit es nicht so stressig ist, weil eben gerade nachts, dann hat man meist Besseres zu tun, als noch von jemandem, den man nicht kennt, ein Demo-Päckchen sich genauer anzuschauen. Natürlich eben auch wieder ein Punkt Netzwerken, Freunde und Bekanntschaften, eben mit Menschen aus der Szene. Das können eben Angestellte sein, auch Stammgäste sind oft sehr gut vernetzt im Laden. Die Künstler natürlich selber, ist ganz klar, eure direkten Kollegen als DJs, aber genauso auch LJs, also Light Jockeys und Produzenten, eben alle, die damit dranhängen. Die kennen ja alle jemanden, der jemand kennt, und wenn ihr hier gute Bekanntschaften habt und die pflegt, dann ist es auf jeden Fall Gold wert. Ähnlicher Punkt wie beim Mentor, eben diese Leute haben ja auch schon einen gewissen Vertrauensvorschuss, den sie von anderen bekommen, und wenn hier eben dann eine Empfehlung ausgesprochen wird, dann ist es schon viel wert.
Ihr könnt außerdem sowas machen wie einen Ringtausch, dass der eine Kollege mal einen Slot in seinem Residency Club freimacht und das Ganze machst du dann im Gegenzug auch. Und so könnt ihr eben dann auch mal in andere Läden ziemlich leicht reinkommen. Man teilt sich vielleicht den Abend oder zum Beispiel sowas wie man ist mal terminlich verhindert, ist krank, was auch immer. Eben dann hier mal so einen Ringtausch. Selbes Thema wieder bei Ersatz und Vertretung. Das sind eben ganz viele Punkte, wo ihr wachsam sein müsst und da schnell mal irgendwo reinrutschen können, wo sich dann wirklich auch für die Zukunft noch einiges entwickeln kann. Denn oft scheitert es ja nur am Erstkontakt, an diesem ersten Punkt, dass man mal seinen Gig spielen kann. Und wenn man da mal drin ist, läuft es meistens schon von alleine. Und das sind genau diese Momente, die ihr da abpassen müsst. Die größte Chance auf Gigs habt ihr bei Gigs selber. Denn ihr macht hier im Prinzip die Werbung für euch selbst direkt am lebenden Objekt. Das Publikum kann sehr begeistert sein, aber vielleicht ist das Publikum ja auch selber dein nächster potenzieller Kunde. Und somit ist es natürlich eigentlich selbstverständlich, dass du sowieso immer dein Bestes gibst, aber eben auch nochmal das im Hinterkopf behalten, dass du hier nicht einfach eine anonyme Menge unterhältst, sondern eben es können auch alles deine potenziellen zukünftigen Kunden sein. Oftmals sind ja auch Veranstalter, Booker und eben andere Leute aus der Szene dann vor Ort, unabhängig jetzt vom privaten Konsumenten. Und zum Beispiel auch der Besitzer der Veranstaltungslocation ist ganz oft nicht der Booker oder Veranstalter. Ja, das heißt natürlich auch, wenn ihr eben bei dieser Veranstaltung reingerutscht seid und hier was Gutes von euch präsentiert, dann kann es auch zum Beispiel sein, dass ihr darüber hinaus wieder dann noch mit der Location an sich, unabhängig von der Veranstaltung, eine Übereinkunft treffen könnt. Und das ist dann natürlich auch eine gute Möglichkeit, hier Werbung für sich zu machen. Eventuell kannst du vielleicht deinen DJ-Namen in der Moderation erwähnen, um hier ein bisschen Promo für dich zu machen. Oder zum Beispiel kannst du ein Banner aufhängen oder ein kleines Plakat. Vielleicht gibt es sogar die Möglichkeit, über Beamer oder LED-Walls mal deinen Namen einzublenden, dass, falls du eben nicht vorher schon groß announced wurdest, auch die Leute, die dich bis jetzt noch nicht kannten, hier von deinem Namen erfahren. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Und außerdem hast du noch die Möglichkeiten, mit kleinen Giveaways hier dir Freunde zu machen, eben kleine Merchandise-Artikel, Visitenkarten gehören sowieso zur Standardausrüstung eines jeden DJs. Die muss immer griffbereit sein. Auch dazu wieder mehr im Marketingkurs. Und hier hast du eben dann ganz viele kleine Möglichkeiten, die, wenn du sie wirklich alles beachtest, sehr wirksam sein können, weil du ja doch über ganz verschiedene Wege dann immer wieder an dein Ziel kommen kannst und irgendeine Möglichkeit bietet sich immer. Du musst sie nur wahrnehmen und auch eben erkennen und dann als solche nutzen. Wenn du Kontakt hast mit den Veranstaltern, Bookern und Location-Besitzern, also mit den direktesten und wichtigsten, verantwortlichsten Personen des Bookings, dann wie vorhin schon erwähnt, wenn es eben so Kaltakquise ist, dann bring dein Demo-Päckchen selber vorbei. Persönlich stell dich schon mal so vor, mach einen ersten positiven Eindruck und nutze es eben so am besten unter der Woche und auch persönlich in die Hand drücken. Wichtig wie immer, dass du hervorstehst. Du musst dich von deiner Konkurrenz abheben, mach deinen Mehrwert deutlich klar, dein Alleinstellungsmerkmal. Du musst dich ja als Produkt im Prinzip verkaufen und deinem Gegenüber dann klar machen, was du als Produkt wirklich zu bieten hast. Und insofern kann man das natürlich sehr gut persönlich dann schon mal machen, wenn man einen ersten Eindruck von dir hat, ob das jemand mit Potenzial ist oder eben natürlich auch in deinem Demo-Päckchen. Was du definitiv brauchst, ist, dass du schon mal eine solide Präsenz hast. Präsenz hast, heißt, dass du eine Website hast, dass dein Social Media up-to-date ist, dass du hier natürlich auch einige Follower hast und so weiter. Vielleicht ein Soundcloud-Account, YouTube, was auch immer. Also eine Online-Präsenz und natürlich, dass du generell auch gut aufgestellt bist, dass du auch zeigst, dass du was taugst eben, dass du für was stehst, dass du wirklich ein ganzes Produkt bist, das man als solches auch eben dann verkaufen kann wiederum den Gästen. Kontakt. Natürlich hast du viele Möglichkeiten,
aber eben nochmal auch die Betonung, umso persönlicher, umso wahrscheinlicher ist es ja. Also wenn du eine E-Mail schreibst, wirst du am allerwahrscheinlichsten ein Nein erfahren. Meistens bekommst du dann nicht mal mehr eine Antwort zurück. Wenn du das Ganze in einem persönlichen Gespräch klärst, dann ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass du ein Ja hörst. Und im schlechtesten Fall hörst du wenigstens auch ein Nein, denn niemand dreht sich einfach um und geht, ohne was zu sagen. Und erfährst dann vielleicht auch noch, woran es denn gelegen hat, dass du hier vielleicht auch noch an dir arbeiten kannst, wenn es an irgendwas gelegen hat, eben was nicht so elementar ist, dass man es noch relativ leicht beheben kann. Ja, Vitamin B, man kann es sich oft genug sagen, man muss sich mit den Leuten connecten und das ist natürlich dann auch wieder der Punkt mit der persönlichen Bindung. Wenn du mit jemandem befreundet bist, dann stehen deine Karten natürlich schon sehr, sehr, sehr gut, dass du hier mal die Möglichkeit bekommst, was zum Besten zu geben. Wenn du ein Anschreiben aufsetzt, dann mach da keine Geschichte draus. Es ist natürlich wichtig, dass du was von dir erzählst, wer du als DJ bist und was dich eben ausmacht und so weiter. Aber wie deine Anfänge vor 5 Jahren waren und dass du mit 6 schon Klavier gespielt hast, interessiert hier wirklich niemanden. Das ist vielleicht später für deine Memoiren, aber hier halt es eher kurz und knapp. Die Leute haben meistens auch wenig Zeit und Lust, sich bei der Flut an Bewerbungen, die da immer reinkommen, alles so genau durchzulesen. Von daher eben kurz und knapp, aber eben professionell und das Wichtigste gut dargestellt. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel auch, dass du selbst vor Ort bist und da anfängst zu arbeiten. Denn Jobs in der Gastronomie sind eigentlich immer frei. Hier wechselt das Personal auch regelmäßig. Von daher eigentlich keine so große Herausforderung, mal in einem Club, in einer Bar oder wo auch immer zu arbeiten, in gewissen Veranstaltungslocations. Und das ist natürlich auch eine sehr gute Möglichkeit, hier wieder Kontakte zu knüpfen und schon mal von dir als Person zu überzeugen. Und du bist natürlich auch sehr nah am Puls der Zeit, also wenn es mal Engpässe gibt oder eben andere besondere Möglichkeiten, wo wieder jetzt ein DJ gesucht wird, dann erfährst du das hier natürlich auch viel direkter, viel schneller, als wenn du noch einfach ein unbeteiligter Gast bist. Zukünftige Veranstaltungen ins Auge fassen bedeutet, viele DJs machen den Fehler, dass sie Veranstaltungen sehen oder Festivals und versuchen sich dann noch für diese Veranstaltung zu bewerben. Sei es jetzt, die Veranstaltung ist auf Facebook, steht in der Zeitung, auf Plakaten zu sehen, wo auch immer. Und versuchen halt dann in diese Location, in diese Veranstaltung noch reinzukommen. Aber das Problem ist natürlich, dass bei solchen Veranstaltungen die Planung meistens schon in trockenen Tüchern ist. Sonst würde sie ja auch gar nicht groß announced werden. Und insofern wirst du hier deutlich schwere Karten haben, da noch eben deinen Platz zu finden. Aber die Möglichkeit, die du hast, ist hier, wenn du clever bist und schon einen Schritt weiter denkst und hier erstmal vielleicht einen recht unverbindlichen Kontakt aufzubauen und dann schon mal für die nächste Veranstaltung anzuklopfen. Denn wer einmal was veranstaltet, veranstaltet wahrscheinlich auch irgendwann wieder was. Und selbst wenn es nicht dieselbe Veranstaltung ist, dann halt was anderes. Aber hier ist die Planung ja eben meistens noch nicht in trockenen Tüchern und deswegen kannst du dich schon mal vorstellen und dann eben für die nächste oder übernächste Veranstaltung anfragen. Unter der Woche, wenn du nach Gigs suchst, wirst du auf jeden Fall viel in Bars und Kneipenmöglichkeiten finden. Das ist natürlich keine Party, wo du jetzt so im Mittelpunkt stehst, aber du kannst auf jeden Fall gutes Geld verdienen, Erfahrungen sammeln, eben Routine, viel wieder netzwerken. Denn zum Beispiel auch Gastronomen gehen oft noch unter der Woche mal weg und insofern kannst du das so aufteilen und dann am Wochenende sicherst du dir Gigs auf diversen einmaligen Veranstaltungen, die vielleicht auch ortsunabhängig sind, alternativ natürlich auch Discos und Clubs, wo du hoffentlich dann auch ein Residency bekommst oder natürlich kannst du auch genauso weiterhin in Bars und Kneipen auflegen, wobei das natürlich am Wochenende dann nicht mehr ganz so attraktiv ist. Von daher hast du auf jeden Fall gute Möglichkeiten, dir in einer Woche schon ziemlich viele Gigs reinzulegen. Vielleicht eben 2 unter der Woche und 2 am Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag. Und so kann man dann auch schon relativ schnell vom DJ-Dasein leben, wenn man regelmäßige Gigs hat. Falls du einen ehemaligen oder alten DJ ersetzen sollst, also seinen Platz füllst, dann sei hier auf jeden Fall sehr vorsichtig,
denn es hat ja auch einen Grund, warum er gehen muss. Und insofern frag hier ganz genau nach, woran hat es denn gelegen, und insofern du halt hörst, dass vielleicht seine Skills nicht gut genug ist oder die Persönlichkeit hat nicht gepasst, was auch immer, dann nimm dir diesen Punkt besonders zu Herzen und schau, dass du eben genau diesen Fehler nicht machst. Und wenn er jetzt einfach nur gehen muss, weil er vielleicht umzieht oder er seine DJ-Karriere an den Nagel hängt, ist auch egal. Was jetzt halt in diese Richtung geht, bedeutet ja dann, dass es nicht wirklich Differenzen gab, also kein großes Problem, sondern eben, dass einfach dieser Platz generell frei wird. Und dann machst du genau das Umgekehrte, und du fragst nämlich, was hat er besonders gut gemacht, denn es hat ja auch seinen Grund, warum dieser DJ vorher in dieser Location war, und es kam ja offensichtlich auch sehr gut an. Insofern solltest du dich auch daran orientieren, auch wieder ohne zu kopieren. Ne? Lass dich inspirieren, orientiere dich daran, aber natürlich auch nicht eins zu eins kopieren. Wenn du sehr begabt bist, was deine Turntablism-Skills angeht oder generell dein DJ-Dasein, wenn du das Gefühl hast, dass du sehr, sehr talentiert bist, dass du sehr gut bist und aber trotzdem Probleme hast, an Gigs ranzukommen, warum auch immer, dann sind Contests wirklich eine sehr gute Möglichkeit, denn hier geht es weniger um Vitamin B oder andere Geschichten, wo dann deine Konkurrenz vorgezogen wird. Hier kommt es in aller Regel wirklich auf die Hard Facts und deine Skills an, ganz objektiv, und da hast du dann natürlich besonders gute Karten, denn du weißt ja, dass du viel auf dem Kasten hast und kannst das dann unter Beweis stellen. Die verschiedenen Battles haben wir schon aufgelistet, von daher hier keine genauere Beschreibung mehr. Und mit den Newcomer-Events ist auch was für Leute dabei, die eben vielleicht noch nicht so krasse Skills haben, aber trotzdem schon was zu bieten haben. Wenn du schon viele Gigs hast, dann mach nicht den Fehler, dass du dich um keine neuen Gigs mehr kümmerst, denn das ist sehr leichtsinnig und kann sich dann nach gewisser Zeit rächen. Denn alte Gigs können schneller mal wegfallen, als es dir lieb ist, wenn du irgendwo ein Residency hast oder eben generell regelmäßig bei einer Veranstaltung auflegst. Ist es auf jeden Fall cool, aber du solltest dich auf keinen Fall darauf ausruhen und verlassen, dass das so lange weiterläuft, bis du halt selbst mal die Reißleine ziehst. Das Leben in der Gastronomie ist sehr kurzlebig, und von daher ist eben dein DJ-Gig oder dein Platz mal schneller weg, als es dir lieb ist. Und wenn dir das dann ein paar Mal passiert, dann stehst du auf einmal mit kaum noch Gigs da, kommst dann wieder in so einen Teufelskreis, weil dadurch, dass du keine Gigs hast, kannst du dich nirgendwo mehr so gut bewerben, wie als wärst du schon so gefragt. Und so kannst du dann in diese Abwärtsspirale abdriften, und das wollen wir natürlich nicht. Insofern sorg dich schon um neue Gigs, solange du auch noch Gigs hast. Du kannst es natürlich auch insofern benutzen, dass du das Argument, dass du bei einem anderen Club mehr Gage bekommen würdest, bei deinem aktuellen Club ansetzt und so dir vielleicht mehr Gage rausholen kannst. Oder natürlich auch, wenn es dir vielleicht nicht so gut gefällt und in dem neuen Club hast du hier eine Möglichkeit, dann kannst du natürlich auch einfach wechseln. Wenn du dann auch noch mehr Bekanntheit erlangt hast, weil du in mehreren Clubs gleichzeitig spielst, spielt dir das logischerweise auch noch in die Karten, und somit hast du dann auch noch ein Backup, falls mal irgendwo was ausfällt. Also es gibt viele, viele Pro-Argumente, warum du dich auch noch um einen Gig kümmern solltest, obwohl dein Kalender vielleicht noch ziemlich voll ist. Wenn du mal einen Gig ablehnst, dann sollte das aus einem guten Grund geschehen. Denn manchmal bekommst du ja dann nur eine Möglichkeit und wirst vielleicht nie wieder gefragt. Auch generell fliegen einem die Gigs logischerweise nicht zu. Also wenn du mal Anfragen bekommst, dann nimm das auf jeden Fall ernst und kümmere dich auch anständig darum. Trotzdem kann es sein, dass du ab und zu mal einen Gig ablehnen musst, weil die Veranstaltung halt überhaupt nicht zu dir als DJ passt, zu deinem Style. Es wird ein ganz anderes Genre aufgelegt, oder vielleicht passt dir die Veranstaltung aus anderen Gründen eben nicht. Und dann kann es auf jeden Fall Sinn machen, dass du es absagst. Es ist sogar empfehlenswert, denn wenn du hier dann trotzdem spielst, tust du niemandem Gefallen. Du kannst die Veranstaltung nicht anständig bedienen. Der Veranstalter hat sich auch was anderes vorgestellt. Die Gäste können dann nicht anständig unterhalten werden.
Und somit wäre es auf jeden Fall für alle besser gewesen, wenn du in dieser Situation abgesagt hättest. Und deswegen guck dir ja immer die Gigs und die Locations vorher genau an, damit du hier auch nicht eben diesen Fehler machst. Und wenn du dann absagst, hast du vielleicht noch Glück. Es soll auch vorgekommen sein, dass andere Leute davon Wind bekommen oder eben der dich angefragt hat, vielleicht auch noch andere Sachen organisiert. Und insofern, dass du hier sozusagen die Eier hast, abzusagen, dann kann das schon auch positiv ankommen und dir hoch angerechnet werden. Und somit kannst du dir vielleicht dann auch wieder noch zukünftige Gigs sichern, die dann eben hoffentlich besser passen. Es kann sein, dass du nach einer gewissen Zeit, wenn du eine gewisse Größe als DJ erreicht hast, eben an dein Limit kommst. Und insofern solltest du dir überlegen, das Ganze über eine Booking-Agentur abzuwickeln, denn eine Booking-Agentur hat ja doch nochmal ein anderes, ein unternehmerisches, professionelleres Auftreten als du als Einzelperson. Booking-Agenturen haben übrigens auch viele Kontakte schon zur Szene. Die haben ja einen gewissen Namen, ein gewisses Standing, also eine starke Reputation, von der du hier profitieren kannst. Und vor allem eben gerade auch, was das Netzwerken angeht, sind Booking-Agenturen sehr, sehr gut. Die haben ja auch mehrere Künstler unter Vertrag. Hier kann es sehr einfach dann sein, Kooperationen zu starten, sei es jetzt produktionstechnisch oder auch, dass man eine DJ-Collaboration macht. Also hier gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Natürlich muss man dann einen gewissen Prozentsatz seiner Gage abtreten, aber dafür erhält man auch einiges an Leistung, denn während sich dann die Booking-Agentur um die ganze Bürokratie und eher nervige Sachen beschäftigt, wegen denen man dann auch nicht unbedingt angefangen hat aufzulegen, dann lohnt sich das Ganze auch schon. Also wenn du eben merkst, du hast an sich schon einen vollen Auftragskalender, aber das Niveau der Gigs bleibt auf einem gewissen Niveau eben stehen, dann könnte das ein Grund sein, warum du eben vielleicht nicht zu diesem nächsten Step in der Karriere schaffst und wäre eben eine Möglichkeit, sich hier an eine Booking-Agentur zu wenden. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, darfst du uns gerne eine E-Mail schreiben. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.